haben wir den Wind entsegeln. Also spricht jetzt nichts mehr dagegen, unser Ziel zu erreichen. In viele Zeichen zeigen, wir sind geblieben, weil wir auf dem richtigen Weg sind. Auch wenn es gerade Pläne gegen wir überstehen hingegen, werden die Nerven bewahren und das irgendwie regeln, so wie wir es immer getan haben. Doch ohne inneren Fahrplan werden wir verloren und müssen einsehen, dass wir uns im Kreis sehen, so wie in einer Parkbahn. Also lassen uns dafür dankbar sein, dass es nicht so ist. Wir sollten Zeiten wie diesen nie aus den Augen verlieren, dass es nicht ist. Für so viele ist das Leben ein ewiger Wettstreit, in dem es den Kreis von jedem Vektor nur darum geht, den ersten Platz zu belegen. Doch egal, was die Leute lallen, die Ungeduldigen, die stolpern und fallen und sind zu Dinge, die nicht dringend, na, oder sollten wir schnallen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffe nennt sich unser Verstand. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Und denkt dran, wenn ihr irgendwas alleine nicht schafft, dann holt eure Freunde dazu und gemeinsam schafft ihr es dann schon. Ich grüße dann noch meine Mama und meinen Papa und meinen Bruder und ey.